Der Griff. Der Daumen liegt auf der Scheibenoberseite und die restlichen Finger greifen in den Scheibeninnenrand. Die Ausgangsstellung. Man stellt sich seitlich zum Ziel, sodass die Schulter des Wurfarms zum Ziel zeigt. Die Wurfbewegung. Der Arm wird waagerecht zurück und anschließend in einer geraden Linie nach vorne geschwungen. Bei der Bewegung nach vorne wird zuerst der Ellenbogen in der gebeugten Position nach vorne bewegt und dann das Handgelenk stark gebeugt zum Ziel geführt und der Ellenbogen gestreckt. Erst kurz vor dem Ziel wird auch das Handgelenk schnell gestreckt und die Wurfscheibe dabei abgeworfen. Wichtig ist, dass das Handgelenk beim Loslassen der Scheibe nicht überstreckt wird. Arm und Daumen sollten beim Abwerfen eine Linie bilden. Bevor die Scheibe losgelassen wird, sollte man zum Ziel schauen. Während der gesamten Wurfbewegung wird das Gewicht nach vorne verlagert. In der Luft hat die Scheibe die Tendenz, in Drallrichtung zu kippen. Deshalb sollte sie mit einer Neigung entgegen der Kipprichtung abgeworfen werden. Beispielsweise hat der Backhand-Wurf des Rechtshänders die Tendenz, nach rechts zu kippen, da die Wurfscheibe Rechtsdrall hat. Deshalb sollte der Wurf mit einer Linksneigung abgeworfen werden. Wichtig ist bei allen Würfen, dass man nie auf Distanz in Richtung des Hundes wirft, sondern immer so wirft, dass der Hund sich hinter der Scheibe befindet.